Herzlich willkommen zu diesem Video, einer der spannendsten Videos, die wir je gemacht haben. Es geht um christliche Lifehacks. Lifehacks kennt eigentlich jeder, aber kaum einer kennt christliche Lifehacks. Christliche Tipps und Tricks, die das Leben von uns Gläubigen versüßen. Hier sind 7 geniale christliche Lifehacks. Wir fangen an mit Lifehack Nummer 1, der Gebetstimer. Alle 10 Minuten ein kurzes Danke. Dieses kleine Gerät ist ein Timer, den du auf eine bestimmte Zeit einstellst. Beispielsweise kannst du sagen, dass er alle 10 Minuten für 2-mal ganz kurz vibrieren soll. Er könnte auch ein Geräusch machen, aber es ist ungünstig, wenn man in der Lage ist, wo jetzt gerade kein Geräusch passieren sollte, wie zum Beispiel in der Schule. Immer wenn der Timer in deiner Hosentasche vibriert, betest du ein ganz kurzes Gebet, wie beispielsweise Danke für die Schule oder Danke, dass du immer für mich da bist oder wenn dir gerade irgendwas passiert ist, du hast einen Euro gefunden, dann sagst du Danke für den Euro. Dieser Timer hilft dir also, den ganzen Tag mit Gott zu verbringen und immer mal wieder zu beten. Dieser Timer kann wirklich dein ganzes Glaubensleben komplett verändern. Und wir haben einen Link für dich unten in der Bio, da kannst du den bestellen. Hack Nummer 2, die Bibel vorlesen lassen. Wusstest du, dass du in deiner Bibel-App dir die Bibel vorlesen lassen kannst? Es gibt eine Funktion, wenn du auf Read gehst, kannst du dir hier oben auf diesem kleinen Symbol die Bibel einfach vorlesen lassen. Chapter 13. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that... Das Ganze gibt es natürlich auch in Deutsch. Und das Coole ist, dass wenn du im Auto bist und kannst die Bibel nicht lesen, hattest morgens keine Zeit, die Bibel zu lesen, kannst du sie dir einfach vorlesen lassen. Und das geht dir einfach immer. Christlicher Lifehack Nummer 3. Gebetserinnerung für den Morgen. Stelle eine Erinnerung in deinem Handy, die dir morgens kurz, nachdem dein Wecker klingelt, etwa 10 Sekunden danach sagt, danke, Jesus, für diesen neuen Tag. Ich möchte ihn mit dir zusammenleben. Und wenn du das liest und dann denkst du das kurz und betest das, dann startest du jeden deiner Tage einfach komplett anders als sonst, wenn du vielleicht schlecht gelaunt in die Küche läufst. Und dieses Gebet am Anfang des Tages wird deinen ganzen Tag beeinflussen. Christlicher Lifehack Nummer 4. Leg dein Impulsbuch neben deine Kaffeemaschine. Da, wo du morgens kurz bist. Also wenn du ein Gebetsbuch hast oder du hast ein Buch mit Andachten drin, dann lege es dahin, wo du dich morgens kurz aufhältst, wo du vielleicht dein Brot isst, wo du deinen Kaffee trinkst, deinen Kaffee machst. Und wenn du wartest, schlägst du einfach diese Seiten auf und nimmst dir diese 2-3 Minuten, wo du eh da stehst, um diese Zeit einfach in Gott und seinem Wort zu verbringen. Christlicher Lifehack Nummer 5, christliche Podcasts. Vielleicht hast du morgens keine Zeit, einen Impuls zu lesen oder einen Bibelleseplan zu machen, aber du hältst dich längere Zeit im Auto auf oder im Bus, und dann kannst du dir christliche Podcasts anhören. Wir haben für euch 10 Vorschläge gemacht, die kannst du da unten in der Infobeschreibung, haben wir einen Blogbeitrag geschrieben auf unserer Webseite, und da kannst du die 10 Podcasts anhören. Du kannst solche Podcasts hören von Gemeinden, ICF hat einen Podcast, Joyce Meyer hat einen Podcast, es gibt jede Menge christliche Podcasts von Gemeinden, aber auch Leuten, die einfach über ihr Leben erzählen, Impulse erzählen und Vorschläge, wie man sein christliches Leben einfach besser führen kann. Lifehack Nummer 6, Schlafmodus. Schalte dein Handy auf lautlos und nicht stören, wenn du in deiner stillen Zeit bist. Es ist bewiesen, dass wenn du dich mit einem Thema befasst, mit Schule, aber genauso auch mit der Bibel, und dein Handy klingelt, das muss nur 5 Sekunden sein oder 2 Sekunden sein, du schaust drauf, also bist abgelenkt, dann brauchst du wieder 15 Minuten, um dich wieder komplett in dieses Thema reinzuarbeiten. Aber mal ehrlich, welches Handy klingelt nur alle 15 Minuten? Das heißt, mach dein Handy auf lautlos, dann kannst du dich wirklich 10, 15 Minuten in deine Bibel fokussieren, ohne abgelenkt zu werden. Lifehack Nummer 7, Hintergrundbild. Ein Deutscher benutzt im Schnitt mehr als 130 Mal am Tag sein Handy. Wenn du immer, wenn du es anmachst, einen Bibelvers sehen würdest, also auf deinem Screen, auf deinem Sperrscreen, würde sich dein Leben verändern. Wenn du 130 Mal am Tag die Bibel lesen würdest, also fast 4000 Mal im Monat, dann lässt sich damit angeben, oder? Nee, aber ganz im Ernst, wenn du 130 Mal am Tag an die Bibel erinnern wirst, dann verändert sich dein Leben ganz automatisch. Lifehack Nummer 8. Bete für Instagram. Und ich meine jetzt nicht für Instagram die Company. Aber immer wenn du auf Instagram gehst, du öffnest das Feed, da sollte normalerweise jetzt ganz oben ankommen. Schön, dass du das während meinem Vortrag hier alles machst. Dann siehst du jetzt hier oben eine Frau,
die da was macht und du betest einfach, immer wenn du Instagram öffnest, für diese eine Person, die da auf deinem Screen erscheint. Wenn du also 30 Mal am Tag dein Instagram öffnest und da steht immer eine andere Person, dann wird sich was in dem Leben dieser Person verändern, aber auch in dem Leben deiner Person, weil du betest 30 Mal am Tag und das ist super. Das muss nicht lang sein, es muss 5 Sekunden sein. Du kannst einfach sagen, Jesus, bitte segne diese Frau, mach, dass sie in ihrem Job erfolgreich wird und schöne Surfbretter bauen kann. Keine Ahnung. Muss nicht lang sein, es muss nur ehrlich sein, kann 5 Sekunden reichen, komplett aus. Das waren unsere 8 Lifehacks, die dein Leben komplett verändern können. Wenn du möchtest, darfst du uns gerne abonnieren, mach auf jeden Fall die Glocke an, dann wirst du benachrichtigt, wenn wir noch so ein cooles Video rausbringen. Und wenn du uns unterstützen möchtest, darfst du gerne auf Patreon gehen, das werden wir dort verlinken. Und da kannst du uns für 2 Euro im Monat unterstützen oder 5 Euro, je nachdem wie viel du möchtest. Und wenn sich genug Leute finden, die uns unterstützen, dann können wir besseres Equipment kaufen, wir können mehr Werbung machen, wir verdienen alle überhaupt nichts. Und machen das trotzdem so viel und wir würden gerne alle Fulltime arbeiten. Also klick unten auf den Link Patreon, überweis uns doch 2 Euro im Monat, das wird uns mega helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.